Jo, heute beginnt der zweite Tag. Gestern war eigentlich schon ein ziemlich heftiger Tag. Gerade die Ankündigung von Jack Murrow, die waren eigentlich ziemlich heftig. Da muss ich aber auch erstmal drüber nachdenken, um das wirklich alles zu erkennen. Weil er hat angekündigt, dass man eben in vielen US-Läden jetzt demnächst mit Bitcoin direkt bezahlen kann, übers Lightning Network. Und es hat sich aber auch schon über den ganzen Tag angekündigt, weil klar, Block hat natürlich auch angekündigt, dass er eben in ihre Cash-App das Lightning Network integrieren wollen. Aber auch zum Beispiel Robinhood möchte das machen. Also Robinhood ist eben das Gegenstück zu Trade Republic, was wir in Deutschland kennen. Und da merkt man schon, so langsam zieht sich das immer mehr und mehr in die Apps hinein und somit dann halt auch in den Alltag. Und das ist ja oft so bei disruptiven Technologien, die kommen so nach und nach, man bekommt es gar nicht so richtig mit und plötzlich explodieren sie und dann sind sie nicht mehr aufzuhalten. Und genau das könnte natürlich mit Bitcoin auch passieren. Muss man dann schauen. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber in die Richtung tendenziell muss ich sagen, vom Gefühl her geht es hier so langsam. Weil hier formiert sich einfach oder hat sich eine Gruppe von Unternehmen formiert, die wirklich versuchen, die klassischen Finanzdienstleister wie Visa oder Mastercard anzugreifen und deren Geschäftsmodell komplett abzulösen. Weil deren Geschäftsmodell ist ja ihr Transaktionsnetzwerk, das sie betreiben. Und die Gruppe von Unternehmen möchte eben das komplett ersetzen mit dem Bitcoin-Netzwerk bzw. Lightning-Network. Und da sieht man einfach einmal wieder den Unterschied zwischen USA und Europa, während Europa wieder diskutiert wird, ob Bitcoin verboten ist, beziehungsweise irgendwas mit Private Wallets. Das ganze Gedöns da, was gerade um die EU-Gesetzgebung gerade man so hört, ist einfach mal wieder echt arm so ein bisschen oder echt traurig, weil da sieht man einfach den Unterschied zu den Amerikanern. Wenn die Amis Opportunitäten sehen, dann versuchen die einfach zu nutzen. Hoffen wir mal, dass das nicht ganz so krass wird wie beim Internet, aber es könnte wieder in die Richtung gehen. Aber es liegt natürlich auch ein bisschen an uns allen, dass wir das versuchen, zumindest so weit wie möglich aufzuhalten und nicht alles den Amerikanern zu überlassen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich rüber. Mein Hotel ist jetzt nicht weit weg vom Convention Center. Also wir sehen uns gleich drüben. Bis gleich. So kann es echt nicht weitergehen. Ich brauche irgendwie mehr als nur ein bisschen Inflationsausgleich. Jo, da bin ich jetzt auch schon hier auf dem Gelände. Es ist noch nicht wirklich viel los, wie man unschwer erkennen kann. Aber das wird sich bestimmt nur geben. Es wird sich jetzt dann langsam füllen. Bitcoin is not for trading. It is the world's ultimate savings technology. It's meant for savings. So think of it like you think your bank account. You don't trade your checking account. Oh, thank you. And I mean this sincerely. People ask me all the time my price predictions. It does not matter what the short-term price predictions of Bitcoin are. Quit checking your phone. Treat it like it's your savings account, right? You don't trade your savings account. Please, please, please don't trade Bitcoin. Buy, hold, never sell. And you will do well, I promise. Never, never. And so you would think that the footprint of the energy used globally by the network is massive, and you'd be wrong. It's an inconsequential number. What you hear all the time from mainstream media, except for Mackenzie, is that the Bitcoin network uses more energy than a small planet. Small planet. A small country. So what they say is the Bitcoin network uses more energy than a small country, the Netherlands, New Zealand. Jo, das Zahlen mit Bitcoin, das geht immer leichter von der Hand. Und das Gute daran ist ja auch, wenn der Preis immer fällt, dann bekomme ich auch kein Problem mit dem Finanzamt. Nicht, dass ich aus Versehen Gewinne realisiert habe, was ich nicht wusste oder so. Weil theoretisch müsste man das ja alles versteuern. Das ist natürlich auch totaler Nonsens, gerade noch in unserer Gesetzgebung. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja in Zukunft dann noch. Ansonsten war der Tag heute so geprägt, vortragsmäßig eher von dem Thema Energieverbrauch. Das ist natürlich immer ein auch wichtiges Thema und damit setzt sich die Industrie auch wohl auseinander. Also das merkt man schon. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass gerade USA mittlerweile im Bereich Mining eigentlich führend ist, nachdem in China sämtliche Miner abgeschaltet werden musste. Und da ist wohl so auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ein Großteil
der Energie bereits aus regenerativen Energien kommt. Und vor allem werden auch Kooperationen angestrebt mit den Energieerzeugern, eben, weil gerade bei regenerativen Energien haben wir immer das Problem mit den Energiespitzen, sodass die bezüglich der Netzstabilität, das kennen wir ja auch, da quasi in Deutschland muss ja öfters auch einfach mal Strom dann mehr oder weniger verschenkt werden oder man muss bezahlen, dass es abgenommen wird aus dem Ausland. Und da hier kann natürlich genau die Mining-Industrie eigentlich einspringen und für die Netzstabilität sorgen. Und genau das wird eben da angestrebt und da merkt man auch schon diese offene Diskussion hier, das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Da merkt man auch den Unterschied zu Europa, wo einfach immer alles gleich negativ gesehen wird. Also, vielleicht ändert sich ja auch ein bisschen im Mindset bei uns noch was, da müssen wir mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, schaut es euch auf jeden Fall auch mal an. Alles, was mit dem Thema Mining und Energieverbrauch zu tun hat, war auf jeden Fall sehr spannend. So, ich schaue jetzt noch kurz auf der Messe mal vorbei, bevor ich mich dann in die nächste Vorträge dann stürzen werde. Das war jetzt auch Tag 2 und das war eigentlich auch schon der letzte Tag, weil morgen ist eigentlich nur noch Party angesagt und zwar gleich das Sound Festival. Da werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen, aber der ganze Vortragsteil, der ist jetzt eigentlich durch. Er war heute noch ganz interessant, da hat eine Senatorin gesprochen und da hat man auch wieder gemerkt, wie doch das dann teilweise gepusht wird. Da gibt es dann einfach auch Politiker bzw. Politikerinnen, die zusammen mit den Unternehmen da wirklich versuchen, mal vorwärts zu bringen. Das habe ich eigentlich auch noch nie so irgendwie erlebt in Deutschland oder mitbekommen. Vielleicht ist es da auch ähnlich. Aber das fand ich eigentlich schon mal ganz interessant. Und da sieht man einfach wieder, hier gibt es einfach eine Gruppe an Leuten, die das Thema wirklich nach vorne bringen wollen, was an sich auch ganz cool ist. Ich bin ja auch mal kurz über die Messe gelaufen, da war ich ein bisschen lost, also keine Ahnung, was die ganzen Firmen da überhaupt machen. Vielleicht haben sie einen Use Case, aber gut, kein Plan. Insgesamt war es echt nochmal ein ganz cooler Tag
auch ein interessanter Vortrag auf der Open Source Stage miterlebt bezüglich Sidechains. Die waren sich überhaupt nicht grün zueinander, vor allem der eine der von Bitmetrics war extrem jung, das war keine Ahnung, wenn der 20 war, dann war es aber auch schon viel. Ich muss aber erst mal nachschauen, was Bitmetrics überhaupt ist, kurz gegoogelt und dann ist es eigentlich auch witzig. Also keine Ahnung, vielleicht tue ich mir jetzt auch unrecht, aber da gibt es nur einen Artikel auf medium.com und das war's. Also kein Plan, was der eigentlich genau macht, also was die Sidechain macht, wird da schon beschrieben, aber das ist das schon alles, das ist eigentlich auch schon irgendwie krass. Für das hat er auch ganz schön ausgeteilt zu seinem Kollegen von der Tron Chain. Könnt ihr euch mal anschauen, das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Jo, das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Bis dann, ciao.